Seit heute ist die fünfte Welle der Mario Kart 8 Deluxe-Reihe da und ja, wir nehmen das mal als Anlass, einfach mal alles Neue durchzuspielen, was es hier so gibt, und damit ein herzliches Willkommen, denn es gibt nicht nur neben dem Federcup und dem Doppelkirschen-Cup auch noch drei neue Fahrer. Das gehen wir aber Reihe für Reihe durch. Wir fangen an einfach mit dem Federcup. Und hier sind zwei Strecken aus Mario Kart Tour drin, eine aus Mario Kart Double Dash und eine komplett neue. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie vor allem die neue ist. Aber erstmal Athen auf Abwägen. Ist also eine Tourstrecke. Und das sieht schon echt nice aus, ne? Ich fahre übrigens hier ganz normal Einzelrennen Grand Prix auf 150 Kubik, also nichts Besonderes. Einfach ein bisschen entspannt fahren und euch ein bisschen die Strecken zeigen. Und ich fahre die auch jetzt zum ersten Mal. Ich kenne die Tourstrecken auch alle nicht. Ich bin Mario Kart Tour nie gefahren, tatsächlich. Aber ich denke mal, der erste Blick hier... Ach, guck mal, hier ist schon mal eine Abkürzung. Den nehmen wir doch direkt mal mit. Und gesneakt. Ui, die Banane haben wir mal ganz kurz ab. Ganz kurz. Die nehmen wir mit. Was mir jetzt schon auffällt, hier sind sehr, sehr viele eckige Steine und sehr uneben. Was es natürlich... schwieriger macht. Und natürlich eine Flugpassage darf hier auch nicht fehlen. Ich kenne die Strecke leider nicht von Mario Kart Tour. Generell alle kenne ich nicht. Deswegen sind die für mich komplett neu. Und die eine neue Strecke Bart Parcours ist auch komplett neu. Die rote kann ich noch gerade so abwehren. Gott sei Dank. Gott sei Dank. So, und es sind hier auch keine Runden, sondern es geht hier einmal... komplett irgendwo lang oder gegen die Wand fahren, das geht natürlich auch. Also die fünfte Welle verspricht mit acht neuen Strecken insgesamt wieder sehr interessant zu werden. Vor allen Dingen gibt das wieder einen neuen Boost, einen neuen Touch in die Mario Kart Reihe. Und ich bin sehr gespannt, wie das dann bei uns auch in der Challenge dann werden wird. Ich kann mir vorstellen, dass viele von euch sich jetzt erstmal wieder auf das Spiel stürzen, erkundigen, was sind die ganzen Abkürzungen und so weiter. Das wird... ziemlich interessant. Die konnte ich nur abwehren. Haben wir Glück gehabt. Da habe ich aber Glück gehabt. Oh ja, sehr gut. Wenn ihr noch Bock habt, vorab den Trailer zu sehen, den habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt, falls ihr das gerne möchtet von Nintendo. Da könnt ihr einfach nochmal reinschauen. Wenn ihr Bock habt, da bekommt ihr vielleicht nochmal einen anderen Insight. Auch vielleicht zu den neuen Fahrern. Dazu komme ich gleich zu. Die drei neuen Fahrer geben auch nochmal eine neue Kombination. Es gab auch ein paar Updates im Spiel selber. Momentan fuchteln ja viele rum, was ist die stärkste, was ist die schnellste und langsamste Variante, die man fahren kann. Ich fahre einfach mein Silber Mario Kart. Ganz entspannt. Und mache mir da eigentlich keinen großen Stress. Aber später dann, wenn es zum Turnier geht, muss man natürlich gucken, dass man ein bisschen kompatibel ist mit seinen Konkurrenten. Das muss natürlich sein. So, Mutant Piranha ist einer der neuen Charaktere und ich würde mal sagen, wenn ihr auf der Suche nach einem schweren Fahrer seid, dann könnte das der richtige sein. Das könnte auf jeden Fall so sein. Wir sind jetzt erstmal auf Daisys Dampfer. Das ist eine Strecke von Mario Kart Double Dash. Double Dash habe ich einmal gespielt. Ist auch nicht mein... Okay, es geht. Ah, okay, ich verstehe. Aber voll cool. Ich liebe das ja. Ach, guck mal. Eine Schiffpiste. Finde ich ja toll. Ich mag ja auch die königliche Rennpiste. Mag ich ja auch. Und ich finde so ein bisschen... Oh, es geht unten lang. Oh, die nehme ich nicht. Schade. Ach, cool. Ach, das ist ja nett gemacht. Ach, guck mal. Ui, das ist aber ganz schön eng hier. Beziehungsweise schmal. Ah, hier kann man aber auch drauf fahren. Okay, verstanden. Dann habe ich das wieder nicht gesehen. Cool. Auf jeden Fall mit Runden. Gut, das macht auf dem Schiff Sinn. Keine Frage. Ich fahre hier einfach mal außen rum, einfach mal zu erkundigen, was man hier so... Oh, klar. Dass ich durch die Banane fahre, war auch irgendwie klar. Ich versuche auch so ein paar Shortcuts mitzunehmen, die es vielleicht so gibt. Also ich konzentriere mich jetzt auch nicht darauf, hier direkt Erster zu werden. Kann ja jeder Erster werden. Sondern einfach mal gucken, was kann man hier für Abkürzungen mitnehmen. Ich wollte eigentlich mal oben lang. Hat aber nicht funktioniert. Sind wir doch wieder Erster. Und ich krieg direkt eine blaue ab. Alles klar. Nehme ich. Also hier können wir drauf fahren.
Nur, die wehrst du nicht ab. Die wehrst du nicht ab. Oh, wow, ich habe gegen das Schild geschossen. Geil. So, jetzt konzentrieren wir uns aber wirklich darauf, dann oben lang zu fahren. Ich habe nicht gesagt, dass ich gerne dann letzter werde. Das möchte ich nicht. Das sollte ja auch nicht so sein. Ah, sehr gut, den wollte ich haben. Schöne Passage hier. Oh, hier bewegt sich sehr, sehr viel am Ende. Also wird alles ein bisschen schneller und schwieriger. Hier achten wir darauf, dass wir oben bleiben. Ah, hier geht's links rum. Hier ist schmal. Alles klar. Und dann kommen wir hier wieder raus. Ja, alles klar. Das ist ja relativ schmerzfrei. Ja, alles klar. Der zweite neue Charakter, also wir bekommen einen sehr schweren Charakter dazu, den Mutant Piranha, und wir bekommen Kamek. Ist spätestens seit dem Mario Bros. Film in aller Munde und feiert hier sein Debüt. Er war zuvor in Tour, habe ich gelesen, da. Den gibt es jetzt auch, Kamek, als zweiten neuen Charakter. Und wir sind jetzt im Vancouver, der Vancouver Gipfel, Gipfelfahrt, sage ich schon. Der Vancouver Wildpfad, da gehen wir jetzt rein. Ist auch eine Kart, eine Mario Kart Tour Strecke. Oh, guck mal, die ist ja richtig schön. Erinnert so ein bisschen an, war das der Wipfelpfad? Ich weiß nicht genau, wie er heißt. Aber das sieht ja mal richtig schnieke aus mit den ganzen Lichtern und schön. Das gefällt mir ja grundsätzlich immer. Toads Autobahn ist auch so ein bisschen gestrickt, ne? Ein bisschen Gegenverkehr, sehr gerade, sehr breit. Da muss man natürlich dann gucken, dass man hier so ein bisschen Action mit reinbaut. Ja, auch die Plattform hier, die Autos, die kennt man von Toads Autobahn. Also ist jetzt nicht spektakulär, die Strecke, ne? Also hier passiert auch nicht wirklich viel. Hier gibt es drei Kurven. Ein paar LKWs, ein paar Autos. Oh, okay. Die man nicht mitnehmen sollte. Das betrachten wir jetzt mal nicht als Kurve hier. Leute, ich möchte die Strecke erklären und nicht immer, oh, von einer Bombe getroffen werden. Also, ich finde jetzt an der Strecke nichts Besonderes, muss ich ganz ehrlich. Sie sieht schön aus, weil es dunkel ist und überall hier Highway-Lichter, Hochhäuser und so. Das ist ganz schick. Aber so vom Spielspaß her ist die Strecke relativ langweilig, finde ich. Weiß nicht, ihr könnt mir gerne in die Videobeschreibung, ach, in die Videobeschreibung, nee, da nicht, aber in die Kommentare mal reinschreiben, was ihr vom DLC hält. Aber hier, finde ich, ist jetzt erstmal, ist alles Chili-Mini. Hier passiert erstmal nichts. Das ist wie Toads Autobahn 2.0, nur ein bisschen dunkler. Und ein bisschen schöner. Aber das ist reine Geschmackssache. Das kann, ne? Das sieht sowieso jeder anders. Aber auch hier, das mit den Toren, das gibt's da auch. Also ich sehe hier, glaube ich, nicht so wirklich die Unterschiede. Technisch gesehen. Aber ist halt eine Tourstrecke, ne? Die können sie halt. Da können sie jetzt auch nicht irgendwas rein erfinden, weil das ja nicht gibt, ne? Das geht natürlich auch mit. Naja, aber okay. Ist eine schöne Strecke, aber so wirklich viel inspirationelles, das ist gar kein Wort, aber egal, gibt's hier nicht. Und jetzt sind wir mal ganz gespannt, denn jetzt kommt eine komplett neue Strecke. Oh. Bin ich echt gespannt. Bart-Parcours. Ah ja. Hier kann sich der Rei Ichikawa von Nintendo natürlich dann alles überlegen. Ach du großer Gott. Wo geht's denn hier lang? Bitte? Ich denk mal hier rein. Ah ja, okay. Und es geht wieder raus. Alles klar. Bart-Parcours. Okay, also wir fahren in einem Bad. Das ist ja echt ein Bad, lustig. Ach du großer Gott. Okay. Eine Zahnbürste. Oh, hier geht's wieder runter. Das habe ich jetzt überhaupt nicht gesehen. Okay, jetzt sind wir irgendwie in einem Moor oder so. Kennt ihr? An der Nordsee gibt es ja Wattwanderung. Da sind wir im Watt. Das können wir alles. Ja, okay. Ist ganz schick gemacht mit den ganzen. Ach, guck mal, Klobrille. Cool. Ja, nimm mal mit, ne? Oh, eieieiei. Okay, das Driften hier auf den Handtüchern ist mit dem Kart nicht so nice. Das erinnert mich hier so ein bisschen an, mir fällt die Piste gerade nicht ein. Also gibt es hier einen Short-Out?
Also wenn man sich auch mal das Layout anschaut, das ist wie so ein Viereck. Gut, das willst du in einem Badezimmer auch machen. Ist halt ein Raum. Aber ich sehe jetzt hier nicht den, also einen Shortcut oder so sehe ich jetzt hier gar nicht. So, hier links ist einer. Aber ob das eine Abkürzung ist, boah, mag ich zu bezweifeln. Aber an sich sehe ich jetzt hier gar nichts Besonderes. Ist eine, oh, hier ist ein Ring, gut, Doppel-Item. Kann man machen. Ist eine nette Strecke, aber ist jetzt auch nicht die Neuerfindung des Jahrhunderts. Aber ist eine klassische Mario Kart Strecke, muss man auch sagen, ne? Die reiht sich so ein bisschen ein. Das ist übrigens die einzige neue Strecke in der fünften Welle. Gleich im Doppelkirschen Cup sieht's anders aus. Da kommen wir aber gleich zu. Dann verrate ich euch noch, wer der dritte neue Fahrer ist. So, letzte Runde. Also hier kommen wir, hier fallen wir automatisch rein. Das geht, glaube ich, nicht anders. So. Ich wollte auf dem Schwamm landen. Schade. Schade. Hat nicht funktioniert. So, der Pilz, der hilft natürlich nur bedingt. Oh, der. Oh ja, der ist gut. Der Drift, der war gut. Cheap, 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 cheap. Ich sehe nichts. Ich möchte nur Erster werden. Der Rest. Also jetzt hier nicht Erster werden, wäre doof. Wenn wir schon die ersten drei Rennen. Oh. So, hier mal kurz Gas rausnehmen. Genau, genau. Ganz entspannt. Ist ganz cool gemacht. Ist eine typische Mario-Strecke. Wird nicht meine Lieblingsstrecke. Sagen wir es mal so. Sagen wir es mal so. Okay. Also, ist gut. Ne, also Vancouver ist ein bisschen langweilig. Badparcours, neue Strecke ist gut. Hätte man sich vielleicht mehr erwartet. Aber... alles gut. Ist Mario Kart halt, ne? So, wir gehen in den Doppelkirchen Cup. Ich finde die Namen ja auch immer grandios. Entschuldigung. Bin noch ein bisschen angeschlagen. Sommergrippe hat zugeschlagen. Doppelkirchen Cup. Es gibt in Doppelkirchen Cup tatsächlich zwei Mario Kart Wii-Strecken. Auf die ich mich freue. Das finde ich richtig cool. Und wir haben hier einmal, ja, die gehen wir gleich einmal, gerade wie eben durch. Dann brauche ich das jetzt nicht machen. Es geht los mit Los Angeles Strandpartie. Das ist auch wieder eine Mario Kart Tour Strecke. Und dann gibt es noch eine Mario Kart Super Circuit Strecke. Und dann gibt es noch die Mario Kart Wii-Strecken, die kommen zum Schluss. Cooper Cup und Mondblickstraße, super geil, da freue ich mich richtig drauf. So, und der dritte Charakter ist Wiggler. Das ist die Raupe aus dem kompletten Mario-Universum. Und der war damals in Mario Kart 7 auch mit drin. Also Wiggler bekommen wir hier jetzt auch. Und finde ich, werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Um mal zu gucken, wie das so ist. Das wird sicherlich... cool, wenn man keinen roten... auf jeden Fall wird die Raupe sehr temperamentvoll genannt in dem Artikel, den ich da gelesen habe über das Update. Und ich bin mal sehr gespannt, wie man sich das vorstellen kann. Sonst, die Strecke hat sehr viel von... ich komme leider nicht auf den Namen, aber ich finde die Strecke eigentlich ganz cool hier. So stellt man sich irgendwie eine Mario Kart Strecke vor. Finde ich echt geil. Mit Kurven, es geht hoch, runter, überall ist irgendwas. Es gibt, oh guck mal, Baseballstadion. Cool. Geil. Das ist ja was für Kevin. Das freut mich. Das ist ja was für mich. Ach toll. Da freut es das Herzchen doch. Da freut es das Herzchen. Schön, 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 schön. Das freut mich. Das freut mich doch. Guck mal einer an. So, da tauchen wir mal weg. Auch hier gibt es wieder eine Route. Also wir fahren keine Runden. Lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster. Ja, es ist so. Aber das ist cool. Schotterweg. Autsch. Jenny, ich grüße dich. Herzlich willkommen im Video. Müsste ich eigentlich mal so als... Okay, ich fahre falsch. Oder wie? Okay, ich habe mich verfahren. Ach so, ich bin auch blöd. Ja.
Entschuldigung. Ich bin trotzdem Erster. Boah, Hilfe. Okay, es gibt oben einen Weg. Den habe ich jetzt gerade gesehen. Ist aber nicht schlimm. Oh, eine blaue. Gut, die kann ich nicht abwählen. So schön 2 Meter vor der Ziellinie ist natürlich... Ach, jawohl. Also, wir gönnen uns hier. Schöne Strecke, gefällt mir sehr gut. Bisher die schönste und Lieblingsstrecke. Auch immer blauer Yoshi winkt uns zu. Hallo, put your hands up in the air. Finde ich gut. Cool. Coole Strecke. Gefällt mir. Fahre ich gerne wieder. Los Angeles Strandpartie. Super Strecke. Geil. Finde ich gut. Doch. Finde ich gut. So, finde ich noch was zum Wiggler. Nö, ich habe alles gesagt. Nö, ist ja temperamentvoll, habe ich ja gesagt. Ich gehe mal davon aus, dass der auch viel gefahren wird. Wir sind jetzt Sonnenuntergangswüste mit einem Fehlstart aus der Mario Kart Super Circuit Reihe. Ich habe das Intro jetzt weggebracht, ne? Es tut mir leid. Ich war zu schnell. Ich kenne die Strecke gar nicht, aber irgendwie sieht die cool aus. Und die Musik auch. Sehr dienstlich. Und man merkt auch, dass das eine sehr Retro-Oldschool-Map ist, ne? Aber voll cool. Auch das muss es in Mario Kart geben. Finde ich super. Ich mag die Musik. Das gefällt mir. Schön. Das Layout rechts ist wie so ein Anker. Seht ihr das? So ein bisschen. Das ist schon nett. Ich liebe ja generell, seit der neuen Generation der Nintendo, die haben ja so viele Möglichkeiten, hier Details reinzuarbeiten und so. Das ist so schön. Ich liebe das ja total. Da bin ich ein totaler Fan von. Ich spiele ja auch total mit Auge. Es muss nicht nur funktionieren, sondern es muss halt auch schön aussehen. Und, die machen das echt total toll. Deswegen fand ich gerade noch diese Vancouver-Straße da auch noch so toll. Wäre das jetzt nicht so dunkel und so, dann wäre das echt für den Arsch gewesen für mich. Ja, toll. Dass ich die Banane mitnehme, war auch irgendwie klar, oder? Also ich bin sehr zufrieden bisher. Gefällt mir sehr gut. Ist eine sehr angenehme Strecke zu fahren. Gibt klassisch die Pfützen, die man umfahren muss. Es gibt hier die normalen Layouts. Hier, das haben sie auch schön gemacht hier. Oh. Ob ich die Bombe... Oh. Ob ich die treffe? Wenn ich sie brauche? Ich weiß es nicht. Ich hau sie mal weg. Risiko. Oh, scheiße. Na, egal. Oh, blaue Shell. Die kommt aber zu spät, ja. Schön. Schöne Strecke. Gefällt mir sehr gut. Also bisher, muss ich echt sagen, gefällt mir der Doppelkirschen-Cup sehr, sehr. Und jetzt habe ich sehr hohe Erwartungen. Der Koopa-Cup. Aus Mario Kart Wii. Oh, geil. Ah, schön, da freut sich Kevin. Ich bin gespannt. Ich habe ja Mario Kart Wii gesuchtet. Für diejenigen, die schon länger hier mit dabei sind. Mario Kart Challenge, die ersten Staffeln. Oh, Mann. Ach Gott, das war geil. Cool. Ja, genau so habe ich es in Erinnerung. Und zack. Ach, schön. Es gab es auf dem DS, glaube ich, auch, ne? Wenn ich mich nicht recht entsinne. Ach, schön. Hier gibt es einen Shortcut rechts, genau. Und dann geht es jetzt in den Wasserfall. Ah, geil. Ich liebe es. Richtig geil. Ich liebe es. Geile Strecke. Genau so eine Strecke braucht das Game auch noch, ne? Es ist so. Genau so was braucht's. Die haben sie auch noch so gelassen wie im Original. Ich sehe jetzt keine Unterschiede. Ist genau noch so in Erinnerung, wie ich habe. Richtig schön. Die hat doch ihre Tücken. Da muss man halt auch wirklich teilweise sich konzentrieren, aufpassen. Ja, da kann man nicht mal so blind durch oder so, sondern da muss man sich echt konzentrieren. Und hier die Shortcuts mitnehmen, auch hier. Ich finde, das ist jetzt nicht so einfach.
Und den Shortcut meine ich hier. Ich überspringe den jetzt mal so. Ach, blaue Shell. Okay. Nehme ich wie ein Mann. Ach, bin ich doof. Und was sie auch immer aus der Musik gemacht... was sie aus der Musik machen. Hi Jenny, wieder Grüße an dich. Der Blitz hat zugeschlagen. Ich kann mich daran erinnern, dass wir auf dieser Strecke mal in der Mario Kart Challenge mal so eine richtige Eskalation hatten, weil ich hier mal sehr lange geführt. Und dann habe ich hier auf den letzten Metern echt noch verloren, weil da irgendwas war. Und das war dann meine Hassstrecke. Die habe ich dann aus Prinzip nicht mehr gewählt. Und irgendwann wurde es dann wieder meine Lieblingsstrecke, kurz vor der Abschaltung der Nintendo Wii Server. Daran kann ich mich noch erinnern. Das war echt eine verrückte Zeit, ich sag es euch. Aber die... Sag mal, Jenny, kannst du mal aufhören, den Knopf zu drücken, bitte? Das wäre sehr nett, vielen Dank. Sag mal, was ist los? Ja, richtig schön. Der Cup ist, also... Ich bin erstmal gleich gespannt auf die Mondblickstraße. Und dann könnte das einer meiner Lieblingscups werden. Echt cool. Einmal nochmal Tschüss sagen. Hier rechts darfst du nicht runter, dann bist du Fritte. Und ja, nice. Nice, nice. Ich bin ja bisher stetig Erster, ne? Jetzt kommt der letzte. Die Mondblickstraße, auch Mario Kart Wii. Die letzte Strecke aus der fünften Welle. Und dann sind wir auch schon durch mit dem DLC. Bin ich jetzt blöd? Vancouver? Ich bin gerade ein bisschen irritiert. Stand da gerade Vancouver? Seid ihr gerade genauso verwirrt wie ich, ne? Gut. Okay, hier ist der Vancouver Park. Okay, alles klar. Vielleicht habe ich auch einfach nur dumm Scheiß gelabert. Das kann auch sein. Ich gucke gleich nochmal. Aber, hä? What? Die Strecke ist ja cool. What the fuck? Was geht denn hier ab? Oh mein Gott, ach, dann war bestimmt die Mondblickstraße das von nach vorne. Wetten? Ich glaube, ich habe mich vertan. Dann ist aber meine Zusammenfassung hier für den Arsch. Habe ich mich schlecht vorbereitet. Es tut mir leid. Sorry, sorry, sorry. Und gib ihm. Schöne Strecke. Schöne Musik, ey, cool. Geil, also egal wie die Strecke jetzt am Ende heißt, die ist geil. Ist ja cool. Mario Kart Arena. Schön, gefällt mir richtig, richtig gut. Also ich bin Fan von dem... Ui! Wir gehen noch Eishockey spielen, bam. Also, egal wie der Cup heißt, egal wie die Strecke heißt, ich liebe diesen Cup. Der Cup ist richtig nice. Gefällt mir richtig gut, der Cup. Also, der Doppelkirchen-Cup, der gefällt mir sehr gut. Auch wenn in meiner Auflistung steht, dass es die Mondblickstraße ist, aber sie ist es ja offensichtlich nicht. Jetzt geht's noch ein bisschen durch den Tunnel. Ich sehe nichts. Ich würde gerne das Spiel zeigen, Spiel. Danke. Echt cool. Ah! Okay, die habe ich gekriegt. Und guck mal. Hallo. Einmal winken. Da habe ich ja Glück gehabt, du. Da habe ich aber sehr Glück gehabt. Kriege ich die abgewehrt? Ja, kriege ich. Sehr gut. Ich kläre das gleich auf mit den Strecken. Holen wir uns den Sieg. Schöne Strecke. Der Cup ist super. Egal, was wir da jetzt gefahren sind, der gefällt mir richtig, richtig gut. Der gefällt mir wirklich richtig gut. Das ist echt schön. So, wir klären eben noch mal kurz das Missverständnis auf. Es tut mir leid. Auf jeden Fall ist es der Doppelkirchen-Cup.
Das wissen wir auf jeden Fall. Dann sind wir wahrscheinlich gerade eben den Vancouver-Wippelpfad nicht gefahren, sondern die Moonblick-Straße. Das war die dritte Strecke gerade eben vom Federcup. Dann habe ich da wahrscheinlich einen Fehler in meiner Auflistung gehabt. Das kann gut sein. Das gucken wir direkt mal nach, damit wir das hier richtig stellen. Ja, genau. Ne? Also Federcup, die dritte Strecke ist die Moonblick. Also da, wo ich gesagt habe, die ist so langweilig, das ist die Moonblick-Straße von Mario Kart Wii gewesen. Und gerade eben die Vancouver-Wippelfahrt. Das war leider ein Versehen von mir, es tut mir sehr leid. Ich hasse die Internetseite, die ich gerade auf habe. vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Und wenn ihr beim nächsten Mal mit dabei sein wollt, Montag 19 Uhr, der nächste Community-Livestream, da werden wir diese vier Strecken auch fahren. Ich danke euch. Bis dann.